Weißt du, wie es damals zu dem Auftritt gekommen ist? Nein, das hat damals nur geheißen, wir fahren zum Heinz Konrads. Und wir sind einfach mitgefahren. So genau weiß ich das nicht mehr, weil wir waren damals auf der Suche nach Sponsoren und Unterstützer, weil wir dieses Musikheim errichtet haben. Und überall, wo wir die Chance gekriegt haben, uns irgendwie zu präsentieren, haben wir natürlich wahrgenommen. Und das war eine ideale Plattform, dass wir uns sein können. Und ja, wie das aber dann am Ende zustande gekommen ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wisst ihr, wie das damals noch entstanden ist, warum es zu dem Auftritt gekommen ist? Ja, da war der Lutz, was der Obmann war, der hat in ORF gearbeitet und hat das tapeziert. Und da hat er die Kontakte herstellen können.